Hallo Kinder, ihr könnt euch bestimmt noch erinnern an letztes Mal. Natürlich, wir sind doch alle eingezogen in Jerusalem, gemeinsam mit Jesus, hinein in diese Stadt. Dort haben wir eine Menge erlebt, es hat viel erzählt und viel berichtet. Ja, und dann kam die Situation, dass wir ein Quartier gesucht haben und Jesus kam auf diese verrückte Idee, dass wir jemanden hinterhergehen, der einen Wasserkrug auf den Kopf hat. Und wir haben es natürlich getan, wenn Jesus es sagt, wird es doch stimmen. Und wir fanden einen Platz. Einen Platz, wo wir gemeinsam Passamal einnehmen konnten. Was für ein Wunder. Und was für ein schönes Haus, in dem wir reingehen durften. Und dann standen wir alle davor und dann öffnete sich die Tür. Wir blieben vor Erstaunen stehen. Welche Schönheit! Die ganzen Dinge so schön vorbereitet. Die Tellern, die Teppiche, die Sitzgelegenheiten. Alles war bereit für uns. Was für eine Pracht! Wir trauten uns gar nicht rein. So schön war alles vorbereitet. Die Kerzen, die Regale, alles war so liebevoll gemacht. Ja, und dann feierten wir Passafest. Beim Passafest geht es darum, dass wir uns daran erinnern, dass Gott uns als Juden aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Wie wir hinausgezogen sind und das neue Land bekommen haben von Gott. Das wird bei uns richtig gefeiert mit ganz verschiedenen Sachen. Natürlich mit leckerem Essen, was immer das Gleiche ist. Es ist ein Ei, es gibt Petersilie. Es gibt eine Art Mousse aus Nüssen und Äpfeln, es gibt auch Lammkeule und es gibt auch Wein und Brot. Also Kinder, es ist eine richtig tolle Stimmung. Und dann feiern wir natürlich auch. Wir tanzen und freuen uns darüber, dass uns Gott befreit hat. Das ist bei uns Passafest. Es ist wunderschön. Bis. Und dann wurde es merkwürdig. Jesus nahm das Brot, wie es in unserem Passamal üblich war, und dankte, und auch den Wein, und dankte dafür. Und dann sprach er zu uns, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut, damit ihr euch an mich erinnert. Und dann nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, das ist der Kelch, das ist der Bund in meinem Blut, der für euch vergossen wird. Was soll das bedeuten? Wir verstanden es im ersten Moment nicht. Erst viel später wurde uns bewusst, was Jesus damit meinte. In dem Moment war es uns nicht mehr so richtig nach Feiern zumute. Irgendwie schlug die Stimmung um in Traurigkeit. Es stellte sich das Gefühl ein von Abschied und dass irgendetwas Schlimmes bevorstand. Ja, Jesus hat vom Tod gesprochen, aber wir hofften natürlich, dass es nicht so schlimm wird. Es war merkwürdig. Auch er schickte dann Judas weg. Einen von uns. Und sagte, geh und tu, was du tun musst. Auch da wussten wir bald, was Jesus damit meinte. Ja, die Party war vorbei. Wir packten alles zusammen, räumten auf und gingen gemeinsam runter ins Tal und drüben wieder hinauf in den Garten Gethsemane. Dort ließen wir uns nieder und wir zündeten ein, zwei Feuer an, damit wir uns etwas wärmen können. Aber das Komische hörte nicht auf. Jesus schaute traurig drein und sprach zu uns beiden, bitte kommt mit, ich brauche eure Hilfe. Ja, was sollten wir tun? Natürlich gingen wir mit. Und etwas abseits sagte Jesus zu uns, ich würde euch bitten, dass ihr für mich betet.
denn die schwere Stunde steht bevor. Das haben wir gemacht. Aber Leute, ihr könnt nicht vorstellen, wie spät es schon war. Und irgendwann übermannte uns der Schlaf. Und dann kam Jesus zurück und weckte uns und sagte, warum seid ihr eingeschlafen? Was sollen wir sagen, weil wir müde waren. Da ging er nochmal davon und jedes Mal schliefen wir ein. Und Jesus, er hat gebetet und hat mit Gott geredet. Und er hatte sehr, sehr, sehr viel Angst. Er kniete nieder und hoffte und wünschte und sagte, Gott, wenn es irgendwie geht, dann lass das, was jetzt kommt, an mir vorbeigehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und dann, dann kam er zurück, wieder schlafend, und sagte, kommt, die Stunde ist gekommen. Und dann sind wir runtergegangen zu den anderen, die natürlich auch alle geschlafen haben. Dann hörten wir schon in der Ferne merkwürdige Geräusche von vielen Stimmen. Und wir sahen unten im Garten hineinkommen viele Fackeln, Menschenstimmen, Waffengeklimper. Und dann kamen sie. Soldaten. Und alle schauten sie finster drein. Soldaten, Richter, die Obersten der Juden. Sie kamen alle mit. Und vorn dran Judas. Und sie kamen den Berg hinauf und wir sahen sie von oben runter. Ja, und dann. Dann brauche ich wieder eure Hilfe, Kinder. Ich brauche eure Hilfe, denn ich habe bei euren Figuren keine mit finsterem Gesicht. Deswegen wünsche ich mir, dass ihr mir helft. Ein vorletztes Mal.